Ja, hallo und da sind wir wieder bei World of Tanks. Commander Graphus ist auch wieder dabei. Heute mal mit Seitenansicht vom Panzer. Tja, das ist unser neuer, der Marder 2. Ja, ohne viel zu quatschen würde ich sagen, legen wir gleich los. Denn wir benutzen ja nur die selbsterfahrte Erfahrung mit dem jeweiligen Panzer. Ich meine, ich hätte zwar schon genug, dass ich alles erforsche dafür, aber die freie Erfahrung würde ich mir auch heben. So, schauen wir mal. Sieht's aus, wenn da Vierer dabei wären. Und so ist es auch. Gut, schauen wir mal, ob wir hier irgendwas reißen. Ach, diese Karte, die mag ich auch nicht so. Aber was soll's? Was haben wir hier so? Das geht schon. Na, lass dich fahren! Bewegung! Ja. Sehr gut, Artillerie. Bring dich in Stellung! Genau, fahren wir einfach den LTB nach. Decken uns hinter ihm. Das Gute ist, der kann jetzt seinen Lauf weiter nach links und rechts bewegen. Ihr seht schon, der hat einen größeren Feuerbereich. So. Ja, nur, keine Ahnung. Gehört da ein 1000 Base Motor rein, damit er mir ein bisschen Gas gibt, aber naja, kann man nicht ändern. Fahr schneller! So, ich hoffe ja, dass ich da gleich mal in Sicherheit fahre. Und jetzt hier nicht gesehen werde, wenn ich da rauf fahre. Beweg dich, Junge! Ah, geh mal lieber so die Stellung. Dass ich hier von rechts auch noch abgeballert werde. Wow! Durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Wunderbar, das geht ja durch wie Butter. Der ging voll durch ihre Panzerung. Oh, wow, wow, wow. Oh, ach du Scheiße. Rückzug! Rückzug, Jungs! Ach du Scheiße. Dreh dich, Junge, dreh dich! Mach das, du verschwindest hier. Ich will jetzt nicht schon sterben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und hätte ich mit einem Schuss auch killen können. Wo haben wir denn die? Ah, direkt vorne. Naja, haben wir ja nur 30 mm vorne die Panzerung. Boah. Gerade so vorbei geschrampt. Ich würde sagen, wir verstecken uns hier wo. Derzeit sieht es gut aus für uns. Wir werden aufpassen, dass da keiner von hinten kommt und in den Rücken schießt. Will ich nicht. So, ja, es gibt wieder fünffache Erfahrung. Oh oh. Scheiße. Ich hab die Artillerie zusammengeballert. Was? Zerstört! Den habe ich nicht kommen sehen. Eieieiei. Los, Jungs.
Möchtest du das noch verlieren? Ich will meine Fünffacherfahrung. Ja, ich habe gesehen, der kann sogar die 7,5 Kanone einbauen. Ich glaube, das habe ich eh schon das letzte Mal gesagt. Da schießt er auch den D46. Hallo? Was wartest du da drin? Schieß! Ich habe keine Ahnung, was das manche war. Eieieiei. Jeez. Ich doch mal. Ja, dann wird es ab. Eieiei. Wird jetzt mit der Timer zurückgesetzt. Jeez. Ups. Nein. Ja, den will ich. Fahr ein bisschen vor. Was ist denn noch? Oh, da hinten kommt auch einer. Schieß! Captain wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. Sehr gut. Unser Munitionslager wurde getroffen. Ja, sehr gut. Wenn ich schon nichts zusammenbringe, dann wenigstens ihr. Ja, es ist halt ein bisschen ungewohnt für mich. Das wird ein. Die Jagdpanzer, ich bin es halt wirklich gewohnt, dass sich der Turm dreht. So. Wo verstecken sich die zwei? Da den Hetzer, das ist dann unser nächster. Ja. Der ist dann schon ein bisschen besser gepanzert. Aber halt auch nicht so extrem, aber ja. Er hat halt eine flachere Silhouette. So, wo verstecken die sich jetzt? Jawohl, ist wieder einer oben beim Stützpunkt. Da ist einer! Hetzer! Schieß! Nein, Hetzer! Schäm dich! Weiter. Oh Mann, was wird denn das? Ja, danke. Du da oben. So, jetzt drauf da. Also, haben wir schon gewonnen. Da stehe ich. Ich Loser! Ja, leider nicht wirklich viel rausgeholt. Ja, 191 Schaden nur gemacht. Naja. Wenn er bislang geschossen, So, 1400 Punkte dürfte ich jetzt verforschen. Ah, die Waffe kostet aber 2. Der hat 140 PS, der hat 100, na toll, 10 PS mehr, na haha. Gut, da drehen wir uns ein bisschen schneller, aber ich hätte gerne zuerst die Waffe, ach scheiß drauf. Kaufen uns einfach die Sachen, die wir uns leisten können, dann kaufen wir uns gleich den guten Motor. Wie gesagt, ihr müsst nur erforschen, kaufen müsst ihr nicht alles. Und da seht ihr es dann auf dem Hetzer am nächsten. Ich würde sagen, ohne viel Blabla gleich ins nächste rein. Dann gehen sich wieder zwei Gefechte immer pro Folge aus. Ich meine, wenn die Folge mal ein bisschen länger ist, so bis 20 Minuten, ist das ja auch nicht so tragisch. Nur ich will halt keine, weiß ich nicht, so 5 bis 10 Minuten Folgen raushauen. Also man soll schon ein bisschen was sehen. So, diese Karte hier wieder. Ja, ich muss hier mir überlegen, das Jagdpanzer muss man ganz anders spielen, als wenn man da einen mittleren oder einen schweren hat. Ich würde sagen, ich fahre da rüber auf die kleinen Inseln. So, jetzt
haben wir ja schon einen ganz guten Motor drin. Jetzt müsste das Gefährt ja ein bisschen schneller gehen. Naja, gut. War kein Haar schneller. Nicht so wirklich da. Das war der, aber was. Schauen wir mal, ob das eine gute Idee ist, wenn ich da jetzt rüber gehe. Oh, da oben kommt schon einer. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. So. Ich sollte noch ein bisschen weiter vorfahren. Und immer in Deckung bleiben mit ihm. Hätte leider nicht viel aus. Ja, steht doch noch. Ja, vielleicht. Nee, das sehe ich auch nicht. Das ist verdammt da. War da rauf auf dem Berg hier. Ja. Ja, komm, mein Kleiner. Sehr gut. Na komm, fahr nochmal drauf. Nein, mach ihn nicht kaputt, ich will. Ah, du Arsch. Hier steht ja einer. Was? Er ging nicht durch. Ist seitlich. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging nicht durch. Noch Sturm. Nee. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Jetzt aber. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging ja, nicht komm, durch. Junge. Irgendwas wird dich schon treffen. Haben wir denn nicht getroffen? Oh, ich hasse das, wenn ich da nicht durchkomme. Sehr gut! Wunderbar, wunderbar. Oh, oh. Oh! Die Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Verdammt. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ja, aber trotzdem ein bisschen was an Schaden gemacht. Ein Kill, ist zwar nicht viel. Natürlich Richtschütze, Panzerbrecher, ja, Meisterschütze. Erzielen Sie mit mindestens 10 Schuss eine Trefferquote von mehr als 85% und ein Schadenspotenzial von mindestens 1000. Na super, ja, und dann hat das Belegenheitsabzeichen. Das ist, wenn man mehr Erfahrung bekommt als 80% der anderen. So, naja, immerhin, sehr schön. 630 Schaden, war im meisten. Ja, mit der Erfahrung halt zweiter. Schade. Hätte ich kommen sehen müssen, aber ja. Immerhin gewonnen da. 17.000 bekommen, sogar fürs Event. Ein Batzen Erfahrung. So, wie viele Forschungspunkte haben wir hier? 1400. So, das sind jetzt 15 Minuten. Ich würde sagen, das ist die erste Folge. Dann spiele ich dann gleich noch eins. Dann habe ich gleich noch ein bisschen mehr. Passt. Gut.